Jetzt haben wir noch ein kleines Kätzchen reingemacht. Also ich nehme ich mir so viel auf. Wir sind da schon wieder flott voran. Kommen jetzt alle vier Helden sozusagen bei uns im Team. Jetzt machen wir noch vielleicht noch die Mission hier oder was wir da uns vorgeschlagen bekommen. Jetzt wisst ihr, was wir machen. Wir machen den. Und egal was passiert, machen wir einfach einen Standardangriff komplett auf den ersten. Glück gehabt. Der erste ist down. Da brauche ich gar nicht fragen. Direkt komplett durchgehen auf den. Das war mein Glück. Oh, die geben aber viel Erfahrungspunkte. 3 Stück mit 111. Also mal gar nicht so schlecht. Gucken, jetzt flussabwärts. Da. Da ist ein Höhleneingang. Oh, der Metallschleim. Oh nein, da müssen wir auf den Metallschleim. Obwohl, da habe ich eine neue Fähigkeit. Ich mache nur den Merkurstoß. Kriegsschrei. Ne, ja, das ist mir zu hart. Da machen wir einfach nur mal einen Angriff. Jessica kann mitgehen. Am besten lieber ein Einschlafen. Und Angelo macht gleich am besten da gleich mit drauf. Ei, ausgewichen. Kein Schaden, das Mistviech. Komm, Jengis, mach du unser Retter, jawohl. Noch eine Runde. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir Gepäck. Benutzen auf den Schleimmenschen hier. Ach, fuck. Fuck. Natürlich ein bisschen ärgerlich. Ja, der ist. Das ist schon mal gut, dass der aus dem Spiel ist. Weil der Metallschleim gibt doch einige Erfahrungspunkte mehr. Also mein Stierchen hier. Erledigt. Sollte Jengis eigentlich der Nächste sein, der wieder. Punkt an, ich bin erstmal der Nächste. So, wir sind ausgeruht, das heißt, wir können hier schön mit punkten. Und da oben ist eine Truhe. Ah, Mist. Mist. So. Was soll sich in dieser Höhle verbirgen? Man weiß es nicht und ich bin wieder am Gehen. Also eine dauerhafte Aufnahme. Das ist halt das Problem. Kurzen Zwischenstopp für einen kleinen Gang. Aber sonst durchgehend hier am Aufnehmen. Ah, den in der Mitte jetzt sein soll. Wow. Oh. Schläft noch, okay. Ah, wird wach. Macht nichts, du gehst jetzt drauf. Und er sollte gleich nächste runter. Ein Schaden, da lache ich drüber. Tschüss. Es geht eigentlich relativ ganz gut, ohne dass ich wirklich die Fähigkeiten erstmal so Grundprinzip einmache. Ja, ich könnte jetzt sagen, komm, machst du dann das und das. Mittelheilung. 1, 2, machen wir noch auf Courage 3 Stück. Problem wird sein, dass ich jetzt keine Kisten öffnen kann, die einfach so in dem Weg sind hier. So, hier geht's hoch. Fragen wir mal hier nochmal nach. So, viel Neues. Das wird hier wohl hier passieren. Was anderes könnte ich mir nicht vorstellen. Vielleicht noch da oben, aber sonst nicht. Oh. Ah, das ist aber eine. Okay, dann machen wir erst den. Jengis macht den. Zauber gehen in der Mitte. Und Mega-Stärkung.
So. Nee, Verstärkung, zack. Oh, 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 oh. Die schlafen gut weiter, das ist super. Das heißt, wir können jetzt zack. Zack. Ne, was haben wir denn noch hier? Oh, wir machen noch die Mega-Schwäche und dann kriegen wir die in der Mitte ganz gut weg. Und vielleicht ein Säusel gleich mitten drauf, dann haben wir vielleicht einen guten Attacke direkt drauf und dann sind die nacheinander weg. Vielleicht steht jetzt einer auf. Ne, gar nicht. Schlafen alle noch tief und fest. Ah, C ist wach, okay. Das heißt, C ist der erste. Immer einen konzentrierten Schlag. Würde ich das. Ah. Immer konzentriert und hier machen wir auch Angriff auf C. So. Ah. Ah. Ja, dann machen wir noch einen konzentrierten und hier machen wir dann auch noch A. So, dann können sie gleich den in der Mitte einfach so wegbashen. Machen wir mit Flash, dann machen wir Genghis hier. Die dahin und den dahin und dann. Ach! Kehrt alleine noch zurück mit dem Angriff hier. Das kann man auch immer ausprobieren, wenn so eine Gruppe ganz gut noch unbemannt ist, sag ich mal. Und nicht viel bringen, dann kann man das eigentlich noch bringen, ja. So, hier ist es nicht. Das heißt, es muss da sein. Okay, zack. Naja, dann machen wir wieder Gan. Und hier machen wir C. Okay, kann jetzt passieren, dass wieder alle drei wach werden. Er ist wieder wach. Auch wieder wach, natürlich ein bisschen blöd. Müssen wir mal einen Rundumschlag hier machen. Kommt, Jen. Kommt, ihr beiden. Ihr schafft jetzt. Ja, shit. Na gut, er hat Genghis angegriffen. Das ist relativ. Der hat viel Verteidigung als Tank. C hat dann auch keine Chance mehr gehabt. Heißt, es muss hier sich oben abspielen, okay. Aber nur was und wie? Oh! Fledermops und die Biene. Fledermops. Ich würde sagen, ein Gan. Und auch den Fledermops. Bäh. Okay, der Kleine bleibt noch wach. Top. Dann ist die Hornisse jetzt als nächstes dran. Ah, der hat Jessicas Bewunderung. Das heißt, wir können hier ganz beruhigt. Boing richtet eine magische Mauer. Und sie wird auch glatt bei der Hornisse mit bei. Und dann ist sie auch gleich platt. Der wacht auf. Der tot. Gut, dann würde ich sagen, wir räumen von hinten auf. Machen hier so einen Stoß. Dann kriegen wir alle etwas kleiner. Machst du B. Dann machst du auch noch B. Keine Frage. Hat ja geklappt. Super. Muss man das mal durchlesen? Macht das denn eine Barriere nur für sich oder? Ne, hier ist nicht nachzulesen, aber hier bestimmt. Errichtet eine magische, die gegnerische Zauber zurückwirft. Dann nur eine. Natürlich jetzt die Frage, ob es jetzt für allgemein für uns alle gilt oder so. Kann man ja auch nicht sagen. Oh, warte mal, hier geht's weiter. Oh, müssen wir nicht noch weiter hoch? Also. Nicht lang schnacken, weitermachen hier. Ja. Tschüss. Da machen wir einen guten Fall zwischen. Mitten in dein einziges Auge rein, würde ich sagen.